Jo, servus Freunde. Diesmal wieder eine kleine Quick-Tipp zu meiner Tipps und Tricks-Serie. Viele kennen ja diesen Tisch von Askari, was ich immer dabei habe. Der, wo sie einmal diese Platten da drauf hat. Und da gibt es dieses Problem, dass dieses Gewindhüsen, die was da eingepresst ist, immer wieder rausfällt. Und ich habe mir da ein bisschen einen größeren Tisch gebastelt aus Sperrholz. Habt ihr wahrscheinlich auch schon etliche Male gesehen bei mir in die Videos. Aber es geht um diesen Messing-Einpressstift, Gewindestift, den was wir brauchen für das Teil, weil das ist ein eigenes Gewind. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für eins ist. Ich habe es noch nicht einmal gesucht. Aber es geht jetzt lediglich um den Stift. Und wie ich das behoben habe, zeige ich euch jetzt gleich mal ein bisschen mehr. Ja Freunde, da geht es um diesen Stift da. Das ist so ein Gewindehüsen. Und ich habe das ganz einfach so gelöst. Ich habe den in der Mitte durchbohrt. Das heißt, ich habe den, glaube ich, mit einem Viererbohrer durchbohrt und habe einen Dreierschrauben mit einem Imbusskopf durchgesteckt und das Ganze schraufe ich da von außen nieder. Jetzt müsst ihr nur auf alle Fälle aufpassen, dass der Kopf auf alle Fälle dünner ist, als wie das Gewind, weil sonst passt er natürlich nicht in den Stand. Weil da haben wir ja das Gewindstickel drin und das muss ich da drauf passen, dass man es auftragen kann, dass das hält. Und so ist das nämlich fest. Ja, was gibt es dazu Besonderes zu sagen? Ich will den jetzt nicht zlegen, weil ich den schon optimal für mich hergerichtet habe. Aber ich versuche da mal eine kurze Zeichnung damit zu machen. Mit einem Querschnitt, wie man sieht, wie das ausschaut. Wird nur so ein Freihandskizzen sein. Weil der hat da oben eine kleine Verjüngung drin, dass das richtig satt da drin aufsitzt. Aber wie gesagt, ich versuche euch da mal eine Zeichnung zu machen und ich blende euch da jetzt einmal kurz ein. So Freunde, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen was geholfen und rettet euch einen Tisch vom Askari. Ich habe das Beste drauf gemacht. Und in dem Sinne sage ich wieder danke fürs Zuschauen und Servus.